Hello YouTube, wir spielen weiter. Wir haben hier eine Mission offen. Und zwar müssen wir immer noch die Schatzsuche beenden, wegen der Vipern, Schulen, Ausrüstung. Ich frage mich immer noch, ob das eine leichte, mittlere oder schwere Rüstung ist. Finden wir es heraus. Guckt euch mal diese Kulisse an. Wie krass geil sieht das bitte aus. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Da müssen wir lang. In der letzten Folge haben wir irgendeinen Typen aufgegabelt, der uns angelogen hat. Fand ich nicht so cool. Und habe ihn einfach mal den Nilfgaardern überlassen, auch wenn ich kein Freund von dem Typen bin. Das ist immer noch besser als irgendein komischer Kauz, der, ja, mich anlügt. Stehe ich nicht so drauf. Und es gibt ja auch wirklich gute Männer unter diesen Nilfgaardern. Nicht nur schlechte. Das haben wir anhand einer Mission gesehen. Wo der eine Typi den anderen Typi gerettet hat. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal in diese Kirche. Die Erscheinung haben wir ja schon gekillt. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Haben wir das noch nicht gemacht? Haben wir nicht? Ach so. Das gibt quasi einfach nur Igni dazu. Ja. Ja, das ist ganz nett, aber interessiert mich jetzt nicht so arg. Ach so. Das brauche ich wahrscheinlich, um hier reinzukommen. Oder auch nicht. Soll ich denn da jetzt bitte reinkommen? Außerdem kommt ja sowieso dann irgendwann wieder die Erscheinung. Da brauchen wir die Falle. Gibt es vielleicht irgendeinen Hintereingang? Ich verstehe es noch nicht. Aber so wie es scheint, ist das schon im Untergrund. Wir müssen in diese Kirche. Doch, wie kommen wir da rein? Ein kläglicher Versuch. Keine Worte. Ich habe keine Worte. Okay. Jetzt bräuchten wir diesen Katzentrank. So, komm her. Komm hierher. In diesen Kreis. Komm her. Komm her. Genau hierher. Zack! Wir müssen ganz schnell wieder in diesen Kreis. Bisschen Trank trinken. Ach, scheiße. Wow, tot ist er. Das war's schon. Okay. Nehmen wir die Pilze noch mit. Das können wir noch anzünden. Da haben wir mehr Licht. Lasst uns ein wenig mehr Licht riskieren. Hier auch. So, jetzt bekommen wir langsam ein bisschen Atmosphäre. Und Geralt sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und er sah, dass es gut war. So, Gildorfers Schwert. Gucken wir uns das doch mal an. Minus 19? Ist ja viel schlechter als das, was wir haben. Schande.
Okay, vielleicht ist hier irgendwas drin. Novigrader Langschwert. Das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich besser, nö. Machen wir erstmal überall Licht an. Ach komm schon, Geralt. Okay, Brief des Hexers Kohlgrim von der Vipernschule. Schema, Viper Silberschwert. Okay, es dreht sich um ein Schwert, nicht um eine Rüstung scheinbar. Kavaliershandschuhe und Wasserflasche. Dann lesen wir doch gleich mal das Tagebuch von dem Tippi. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Nee, scheinbar nicht. Lesen wir doch erstmal diesen komischen Tagebucheintrag da. Genau, das ist das, was ich noch nicht gelesen habe, glaube ich. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben, wie immer. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im timerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie ein Schema und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben es nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine timerische Recht berufen und ein Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich eine Festung, nicht unsere Festung, noch vor diesem Brief. Werf die Schmiede an, wir haben einiges zu tun, Kolgrim. So, dann haben wir erstmal das Schema bekommen, um dieses Schwert herzustellen. Jetzt brauchen wir bestimmt wirklich irgendwelche ausgefallenen Sachen. Aber nichts, was wir nicht auftreiben können. Handwerk. So, gucken wir mal. Viper Stahlschwert, wir können das sogar schon herstellen. Hexerausrüstung. Ja, machen wir doch mal. Ah, wir müssen das doch herstellen lassen, habe ich ganz vergessen. Okidoki, dann auf geht's zum Schmied. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ah, ich würde nochmal davon kosten. So, Quen ausgewählt. Dann sind wir safe. Nehmen noch so viel Schöllkraut mit, wie ich nur kann. Brauchen wir es bestimmt mal wieder. Okay. Los, Plätze! Da haben wir eigentlich schon fast alles hier erledigt. So, nur noch ein paar einzelne Fragezeichen. Und dann können wir endlich aufbrechen. So, ab zurück ins Dorf. Los, los! Wir müssen auch wieder meditieren. Ich hasse das. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Komm schon, Plätze. D-E-R-V-A-N, nicht Goldemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du dann... Ah, scheiße, wir müssen doch nicht zum Rüstungsschmied. Wir müssen zu diesem Schwert-Tippi. Der stellt es uns doch her. Ich kann's vergessen. Muss ich aber erstmal gucken, ob es sich überhaupt lohnt. Weil ich habe da jetzt keine
große Verbesserung gesehen zu dem, was wir haben. Viper Silberschwert und Viper Stahlschwert. Das Viper Silberschwert haben wir ja schon hergestellt. Für den Kampf gegen Humanoide, ja, das ist klar. Wir haben beim letzten Mal das Vipern-Stahlschwert hergestellt. Oder? Oder? Nee, wir haben das. Das Schwert ist das, was wir haben. Wir wollen ja das Viper-Silberschwert. Und dafür fehlen uns Silberbarren. Die können wir bestimmt kaufen, den ganzen anderen Rest, den haben wir ja schon. Vielleicht können wir einen Silberbarren beim Schmied kaufen. Wenn wir schon mal hier sind. Ein wiederkehrender Kumpel. Ja. Zeig mir, was du zu ver... Silberbarren? 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 Stahlbarren? Stahlbarren? Eisenbarren. Wir könnten höchstens Silber kaufen. Und einen Stahlbarren selbst herstellen. Gucken wir mal. Da müssen wir rein. Eisenbarren. Silberbarren. Dafür brauchen wir Silbererz. Hast du Silbererz? Schmied? Blei? Eisenerz. Wachs. Okay, aus dem Silber können wir bestimmt Silbererz herstellen. Aber ich würde lieber einen Silberbarren kaufen. Ich denke schon, dass dieser Quartiermeister einen hat. Wir reiten da mal hin. Und holen uns das Schwert. Leb wohl. So. Plötze. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Hier muss man schon echt viel reisen. Okay. Wir werden aber diesmal das Schnellreisesystem benutzen. Euch zuliebe. Ich meine, wir kennen das Land jetzt mittlerweile. Also würden wir da jetzt nicht groß was verpassen, weil die Strecke sind wir jetzt oft genug gelaufen. Ne? So. Dann ab zur Garnison. Halt! Und der rennt durch. So, Quartiermeister, du hast etwas, was Willst ich möchte. Willst du spionieren oder falsch? Zeig mir deine Waren. Erst brauche ich einen Silberbarren. Komm schon, komm schon. Eisenbarren. Der hat auch keinen Silberbarren, ich fass es nicht. Noch nicht mal dieses Erz. Wahrscheinlich hätte ich es mir sowieso nicht leisten können. Das kann doch nicht sein. Okay. Was? Moment mal. Ach, das kann ich erst ab Stufe 12 ein. Ach. Da habe ich gedacht, wozu, was will ich mit dem Silberschwert, wenn Glatz viel, viel mehr Punkte hat?
Okay, Silberbarren. Gucken wir doch, ob ich das irgendwie herstellen kann. Silbererz kann ich herstellen, jawohl. Und aus dem Silbererz kann ich einen Silberbarren herstellen. Oder... Also es gibt zwei Methoden, einen Silberbarren herzustellen. Einmal mit dem Silbererz. Wir brauchen 5 davon. Okay. Der hat natürlich nur 3, war ja klar. Okay. Ja gut, jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Und beim Schmied noch welches kaufen. Das ist so nervig. Also Geld ist hier so eine ganz wichtige Sache. Ganz, ganz wichtig. Okay. Bis dann. Wieder ab zum Schmied. Beim Schmied kaufen wir einen restlichen Silberstaub. Ich glaube, das ist auch die einzige Methode, wie wir das herbekommen haben. Denn der Schmied hat, glaube ich, nur 2. Und der hat genau 3. Also wir brauchen genau 5. Das kann kein Zufall sein. Und dann muss ich wieder zurück. Echt nervig. Die paar Groschen hätte ich eigentlich echt investieren können. Egal. Die Hühner erstmal voll weggetreten. Ein wiederkehrender. So, mein guter Schmied. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ich interessiere mich für dein Silber. Nee, der hat doch 5 Silber. Wir brauchen aber nur 2. Okay, Handwerk. So, Silbererz. Jetzt können wir einen Silberbarren herstellen. Und schon können wir das Vipernschwert herstellen. Aber wir haben wieder nicht genug. Das gibt's doch nicht. Wir können aber ein bisschen was verkaufen. Jawoll, jawoll, das... Also Schwerter gibt der andere uns vielleicht mehr. Nur wie gerade ein Langschwert. Merken wir uns mal 8. 7 und 8. Leichte Rüstung, aha. Aha. Das sieht zwar potthässlich aus, aber... Es ist eine leichte Rüstung und wir brauchen eine leichte Rüstung. Eventuell ziehe ich das dann an. Okay, das können wir auch wegschmeißen. Ich meine, verkaufen. Jägerhandschuhe. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und die brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was zusammen und können uns das Schwert auf jeden Fall leisten. Leb wohl. So, jetzt müssen wir leider uns trennen von der Kriegerlederjacke. Hexerausrüstung. Die soll besser sein. Hat jedenfalls mehr Rüstung. Aber mehr auch nicht.
Leichte Rüstung, leichte Rüstung, leichte Rüstung. Das sieht so potthässlich aus. So, Silberschwert. Die Attacken gehen halt richtig hoch. Rüstung gehen hoch, die Attacken gehen hoch, wenn ich dieses hässliche Teil trage. Dadurch, dass wir natürlich auf leichte Rüstung geskillt haben. Auf Schlüsselresistenz, Elementarresistenz. Das hat das ja alles nicht so wirklich. Okay, das lassen wir jetzt. Holen wir unser Schwert. Müssen wir eben damit leben. Das wird scheiße aussehen. Müssen wir halt damit leben. Was würde ich dafür geben, eine schöne Rüstung zu haben? Na, no, das muss ich nicht immer reimen. So. Ab zu den Nilfgaardern. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Vorsicht. Willst du spionieren oder? So. Zeig mir deine Waffe. Stell mal was her für mich, mein Guter. Zack, zack. Zack, 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 Vipern-Silberschwert. Bam. Sind wir krass. Bis dann. So. Erstmal neu ausrüsten. Tada! Okay, Hexerausrüstung, Hexerausrüstung. Das wäre natürlich mega genial, wenn wir dann quasi die komplette Vipern-Rüstung haben. Das wäre mega cool. Würde bestimmt auch mega stylisch aussehen als dieser Wams. Kotzt mich jetzt schon an. Okay, Leute, wir haben endlich unser Schwert. Lang ersehnt. Jetzt haben wir es. Okidoki, Mans and Womans. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen.